Ja, Marco, zum 8. Mal in Folge zu Hause, die Kickers ungeschlagen, 1:0 am Ende gegen Osnabrück. Der Dalle wird langsam zu einer richtigen Festung. Ja, wir müssen natürlich erstmal ein Lob aussprechen an die Fans, die uns heute auch wieder super unterstützt haben. Ja, wir sind natürlich überglücklich, dass wir jetzt so eine Serie haben. Ist natürlich besser als so eine Serie, wie wir letztes Jahr hatten. Da sind wir natürlich glücklich drüber, dass hier eine Festung wieder geworden ist. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns über die 3 Punkte und ich glaube auch, dass die vollkommen in Ordnung gehen. Vor allem deshalb finde ich, weil ihr kämpferisch eine absolut überzeugende Leistung abgeliefert habt. Ihr wolltet unbedingt diesen Dreier. Spielerisch gibt es sicherlich noch Luft nach oben, oder? Ja, ich meine, ich glaube, man hat gesehen, dass jeder Spieler sich heute reingehauen hat in jeden Ball. Und ja, dann machen wir das 1-0 und danach haben wir eigentlich bis auf eine Chance nichts anbrennen lassen und haben vorne uns auch noch die ein oder andere Chance erarbeitet. Ja, das müssen wir vielleicht in den nächsten Spielen besser machen noch. Warum macht es denn immer so spannend und spannt die Fans auch ein bisschen auf die Folter und legt das 2-0 nicht nach? Es gab ja wirklich zweite Szenen, auch die ihr besser nur hättet ausspielen müssen. Ja, sicherlich. Deswegen, das müssen wir jetzt in der Woche aufarbeiten, noch die Situation besser auszuspielen. Und dann denke ich mal, dann machen wir das zweite Tor und dann brennt ja auch gar nichts mehr an. Danke dir. Ja, Orhan, 1-0 gegen Osnabrück. Am Ende, denke ich, ein verdienter Sieg, oder wie siehst du es? Ja, ich glaube schon, aufgrund der ersten Halbzeit sind wir auch verdient in Führung gegangen, wenn es auch ein bisschen Glück war, aber... Ja, 1-0 in Führung zu gehen ist immer gut. In der zweiten Halbzeit, meiner Meinung nach, ein bisschen defensiver gestanden, aber hätten trotzdem den Sieg früher einfahren können mit einem besseren ausgespielten Konter. Aber im Großen und Ganzen sage ich, ist ein verdienter Sieg für uns. Warum klappt das denn nicht, dass ihr im Zweifel diese Chancen, die ihr euch eigentlich im Ansatz dann rausspielt, mit dem letzten Pass, der dann nicht kommt, irgendwie nicht ausnutzt? Ja, warum, das ist jetzt nach dem Spiel direkt schwer zu sagen. Wir müssen auch das Spiel analysieren, dann sieht man es vielleicht auf dem Video besser und dann im Training auch die Situation halt besser ausspielen. Aber wie gesagt, schlussendlich fragt dich keiner, warum wir so. Wir haben 1-0 gewonnen und wir sind darüber glücklich. 1-0 durch dein Tor, den im Nachschuss verwandelten Elfmeter, das ist ja eine Szene. Beschreib mal zum einen, was geht vor, wenn du anläufst und was passiert dann, wenn du siehst, der Torwart hält den und der Ball kommt aber nochmal auf dich zu. Wie läuft sowas ab? Ja, ich glaube, ich habe davor auch schon einen Meter geschossen. Ich bin halt eher einer, der lange wartet und heute habe ich auch lange gewartet, aber ich habe gemerkt, dass der Torhüter keine Bewegung gibt und habe mich dann von mir aus gesehen in die linke Seite entschieden. Ja, war glaube ich auch nicht so gut geschossen, aber manchmal ist es so, wenn man nicht so gut schießt, dann kommt der Ablader zu dir und der ist heute gekommen und den Nachschuss habe ich dann gemacht. Vielleicht auch ein bisschen symbolisch, dass letztlich dann über den Kampf, über den Willen einfach auch der Sieg nachher so zustande kam? Ja, wir wussten, dass wir von Anfang an richtig ins Spiel finden müssen, dass Osnabrück eine kampfstarke Mannschaft ist, dass wir uns in jeden Zweikampf reinschmeißen müssen und ich glaube, das haben wir getan und das war auch ja, gut so. Die englische Woche begann mit einem Unentschieden, so ein bisschen kann man sagen bedeckter Himmel, dann gab es Dienstag Schneechaos im Paradies in Jena, jetzt scheint die Sonne wieder, oder? Kann man so die Woche zusammenfassen? Ja, die Sonne scheint zwar jetzt nicht in Würzburg, aber für uns, ja, wir sind glücklich, dass wir jetzt dieses Spiel gewonnen haben. Und jetzt schauen wir, dass wir nächste Woche wieder da anknüpfen, wo wir heute aufgehört haben. Danke dir.